Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kanakish-Box von Haftbefehl. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kanakish von Haftbefehl, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist, wie man auf den ersten Blick erkennen kann, eine dieser älteren Boxen, die damals ja noch recht schlicht gehalten waren. Wir haben hier eine ganz einfache Kartonbox in braun gehalten. Bedeutet wirklich rundum auf allen Seiten in dieser schlichten Kartonoptik. Und auf der Oberseite, wie es damals so üblich war, haben wir hier einen Sticker aufgeklebt. Hier lesen wir einmal den Albumtitel Kanakish, darunter dann Haftbefehl. Und dann haben wir hier, relativ unüblich, aber auf der Box haben wir dann direkt die Tourdaten aufgedruckt zur Aslaks Drehendurch-Tour 2012. Darunter haben wir noch das Aslaks Logo. Dann haben wir die Tourdates der 2012er Tour. Dann haben wir den Interpreten Haftbefehl abgebildet. Damals hatte er noch diesen Vertrag mit Thug Life. Und dann haben wir hier unten die Inhalte. Limitierte Amazon Edition, so nennt sich das Ganze. Bonus-CD, T-Shirt und Poster. Und daneben gibt es dann noch einen Barcode. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Das Ganze geht dann hier auf und lässt sich dann hier wunderbar aufklappen. Wir haben hier als Inhalt einmal ein Shirt, das ist noch in Folie. Dann haben wir das Album, das kommt in einem Pappschuber. Und dann haben wir hier, es dürfte wohl ein Poster sein, mit Thug Life Aufdruck. So, von innen das Ganze auch wieder in braun. Machen wir mal wieder zu. Und packen die Box zur Seite. So, dann kommen wir erstmal zum Shirt und holen das hier aus der Folie. Die Folie brauchen wir nicht mehr. Und dann starten wir direkt mit dem Album an sich. So, das ist nicht das reguläre Cover des Albums, zu dem kommen wir dann noch. Das ist der Pappschuber, der ist hier in schwarz und weiß gehalten. Schwarz der Hintergrund, weiß der Schriftzug Haftbefehl und darunter der Albumtitel Kanakish. Normalerweise würde man das Ganze ja mit SCH schreiben, aber man hat sich hier für so ein türkisches S entschieden und deswegen spricht man es Kanakish aus, auch wenn da nur ein S steht. Auf der Rückseite haben wir dann das Logo von Aslaks, die Krone mit den zwei Flügeln, wobei die Flügel hier aus ganz vielen Schusswaffen gebildet werden und darunter dann der Totenkopf und ein Barcode. Jawohl, es ist das zweite Album von Haftbefehl und hier haben wir dann das reguläre Cover. Also, das ist das eigentliche Cover des Albums und das sieht aus wie eine klassische Klasse. Also wie eine, ja, aus meiner Sicht eine Hauptschulklasse. Wir haben hier den Lehrer von hinten abgebildet, in diesem Fall Haftbefehl höchstpersönlich, mit einem Büchlein in der Hand und in diesem Buch steht hier reingekritzelt Kanakish. Diverse Utensilien des Lehrers, die hier auf dem Tisch liegen, unter anderem ein Marlboro Rot, das sieht aus wie ein Handy, ein Feuerzeug und eine Thug Life Geldbörse. Und dann haben wir hier die diversen Schüler und Schülerinnen, ein paar zeigen auf, ein paar ja, schlafen, schminken sich, telefonieren. Also da ist auf jeden Fall einiges los hier in der Klasse. In einem regulären Schulcase kommt das Ganze hier an der Seite in grün. Dann lesen wir hier Haftbefehl Kanakish limitierte Amazon Edition. Also es gab, wie gesagt, diese Variante nur in dieser Box. Natürlich gab es das Album auch noch regulär als CD. Und wir haben dann auf der Rückseite die Tracklist. 19 Stück an der Zahl. Die reguläre Variante hatte damals nur 17 Tracks, also zwei Bonus-Tracks sind hier mit drauf. Und dann haben wir auch hier wieder die Beteiligten und einen Barcode. Und dann haben wir auch die Features hier mit angeführt. Wir haben Features von Sido, Jan Delay, Farid Bang, Red Café, Rimka, Marcella McCray,
Cello und Abdi und Capo. Also jede Menge Features hier mit dabei. Dann sehen wir hier noch Haftbefehl vor einer Tafel. Und dann schauen wir mal hinein. Passend zum Cover, zu diesem Klassencover, dieser Schulklasse, haben wir hier auch einen Stundenplan. Also auf der Rückseite des Booklets ist der Stundenplan. Und hier haben wir jeden Tag, Montag bis Freitag, jeweils 5 Fächer. Unter anderem, was kann man hier lernen? Koksstrecken, Import, Export, Kanakisch, Grasanbau, Dielen, Geldwäsche, Soli, Crack kochen, Aufnehmen, Friseur, Bestechen, Dielen. Ja, also alles, was man so braucht. Sehr wertvoller Inhalt. Dann haben wir hier Haftbefehl an der Tafel stehen. Flex, wie viel kostet ein Kilo Koks? Ja, so stellt man sich den Unterricht mit Baba Haft vor. Dann haben wir die ersten Tracks inklusive der Info, wer produziert hat. So sieht das aus. Weitere Fotos. Hier sieht das aus wie ein Club. Weitere Tracks, weitere Infos. Jawohl, dann hier der Auftritt vor versammelter Menge. Live hier Haftbefehl auf der Bühne. Dann einmal hier im seitlichen Spiegel seines Wagens. Also diverse Fotos hier. Boah, das sieht aus nach Drogenpaketen, nach einem Glas mit Alkohol drinnen, nach Bargeld und nach einer dicken Uhr. Ja, und hier haben wir dann noch eine knapp bekleidete Dame, Haftbefehl am Bett sitzend. Hier nochmals eine knapp bekleidete Dame. Wie gesagt, Haftbefehl ja damals immer in Tag Live zu sehen. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Sehr schön. Gut, soweit zum Album und zum Booklet. Wir kommen zur CD. So sieht die Album-CD aus. Auch hier wieder diese Tafeloptik mit den diversen Kritzeleien. Oben natürlich Haftbefehl und darunter dann kanakisch wieder zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir die Bonus-CD. Wie gesagt, die ist wirklich nur in dieser Amazon-Edition. In dem regulären Cover, in der regulären Version war die nicht dabei. Und zwar haben wir hier einerseits die Bonus-Tracks und dann haben wir hier auch noch einen Remix-Track und ein Video von Frankfurt bis Paris und ein Making-of von Rockefeller-mäßig. Jawohl. Also, das ist der Inhalt der Bonus-CD. Hier dann nochmal das Aslax-Logo in grün und weiß. So, dann packen wir das Ganze wieder in den Schuber. Dann kommen wir zum zweiten Inhalt, zu diesem Poster. Das Einzige, was mich jetzt schon auf den ersten Blick etwas nervt, das hat scheinbar nicht ganz reingepasst in diesen Karton und dann hat man es hier so an der Seite abgeknickt. Naja, hätte man vielleicht einfach größentechnisch anpassen sollen. Aber gut, wir schauen mal, inwieweit das Ganze gelitten hat. Eieiei, okay. Also, das hat auf jeden Fall gelitten, denn der Knick ist hier ziemlich mittig. So, also, wenn man das Ganze verwenden möchte, aufhängen möchte, dann sollte man das hier auf jeden Fall mal irgendwie glatt streichen oder platt pressen wieder. So sieht das nicht ganz so schön aus. Hier unten links lesen wir Haftbefehl. Dieser ist natürlich auch hier abgebildet. Hier hinten wieder Tag Live und rechts oben auch. Mit den drei bekannten Städten New York, Los Angeles und Frankfurt. Ja, sogar das Auto ist entsprechend auf der Motorhaube gebrandet. Das Poster ist einseitig bedruckt und auf der Rückseite, wie wir sehen, weiß und im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier mit dabei ein Shirt. Dieses Shirt ist in schwarz und dann haben wir hier in weiß und rot einmal den Albumtitel Kanakisch und einmal den Künstlernamen Haftbefehl stehen. Ansonsten hier nichts weiter. Auf der Rückseite ist das Ganze glatt in schwarz. Und wir haben es hierbei zu tun. Okay, wir haben hier kein Etikett drinnen, sondern wir haben hier einen Aufdruck. Hier lesen wir einmal Aslax.
Size L. Okay. Sie würde mich nur noch interessieren, weil es sich echt merkwürdig oder eigen anfühlt. Also ich habe selten ein Shirt in der Hand gehabt, das sich so angefühlt hat. Jetzt schauen wir noch mal kurz, ob wir hier, jawohl, hier haben wir es. Okay, 100% Baumwolle. Das wundert mich jetzt, weil es fühlt sich echt anders an. Aber okay, wenn es so steht. 100% Baumwolle, designed in USA. Und jetzt steht hier sonst... Nein, okay. Also wo das Ganze dann hergestellt ist, made in, sehe ich jetzt hier gar nicht. Und dann haben wir hier noch die Wasch- und Pflegehinweise. Okay, designed in USA. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat und natürlich das Album Kanakisch mit insgesamt 19 Tracks, jede Menge Features. Das Ganze kommt hier in einem Pappschuber inklusive Bonus-CD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Kanakisch von Haftbefehl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.